9 irakische Flüchtlinge werden in Frankreich von Schleusern in einem Kühllaster versteckt, der sie angeblich nach England bringen soll, als Kälte und Luftmangel unerträglich werden. Fangen sie an, darunter 2 Frauen und 2 Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren, bei einem Rastplatzstopp am Donnerstag auf sich aufmerksam gemacht. Tatsächlich fuhr der Sattelzug Richtung Ukraine wegen Hunger, Durst, sagte ein Polizeisprecher. Medizinische Hilfe war nicht erforderlich. Eine 43-jährige Irakerin und ihr 18-jähriger Sohn, die bereits in Deutschland als Flüchtlinge registriert waren, wurden an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, weil die übrigen 7 Flüchtlinge vor Ort keinen Asylantrag stellten. Wurden sie in die Niederlande zurückgeschickt, entsprechend ihrer Reiseroute werden sie letztendlich über Belgien nach Frankreich abgeschoben. Den Schleuser an einer Autobahn in Österreich zurückließen, Quelle ntv.de.